zu einem weiteren Video der Berufsschule 7. Wir haben heute wieder ein Nicht-IT-Thema auf dem Plan, und zwar elektrische Größen. Warum mache ich das? Ja, weil es gerne mal in der Abschlussprüfung drankommt, vor allem jetzt auch in der neuen vorgezogenen Abschlussprüfung. Und deswegen glaube ich, macht es durchaus Sinn, dass wir da mal drüber sprechen. Ich möchte ja auch gleich einen kleinen Disclaimer dranhängen. Ich habe dieses Video darauf ausgelegt, dass Fachinformatiker sich damit auf die Prüfung vorbereiten können. Wer jetzt tiefer in die Elektrotechnik einsteigen möchte, der ist hier ja nicht ganz richtig. Ich werde versuchen, die einzelnen Themen möglichst anschaulich zu erklären. Und dabei werde ich auch die ein oder andere physikalische Unsauberkeit in Kauf nehmen. Wichtig ist mir da einfach, dass wir die einzelnen Größen sauber verstehen, damit wir sie am Ende des Tages eben wirklich auch anwenden können. Ganz am Schluss mache ich einfach ein, zwei Beispielrechnungen, dass man das Ganze dann in Action sieht. Für die ITler ist das einzig wichtige Thema ja immer die elektrische Energie. Ja, also das Thema Widerstand und solche Sachen, das wird nicht ganz so wichtig sein. Wir werden gleich darüber sprechen, aber eigentlich geht es immer um Energie. Und wie sieht das Ganze aus? Wir haben eine Energiequelle in Form eines Netzteils, sagen wir mal, und dann haben wir irgendwelche Verbraucher. Ja, die CPU braucht ordentlich, die Grafikkarte, je nachdem, was man damit macht, die Festplatte, also alles braucht irgendwie Energie. Und diese Verbraucher, die beziehen ihre Energie eben aus dem Netzteil. Was man auch gerne mal macht, ist, man sagt, man geht mal nach draußen, sagt hier, ich habe einen PC und dieser PC braucht auch Energie. Natürlich, die kommt nicht aus dem Netzteil, sondern aus der Steckdose, ja, und streng genommen dort aus dem Kraftwerk. Aber im Prinzip ist es, wenn es in Richtung Prüfungsfragen geht, meistens, ich habe irgendwelche Verbraucher im Sinne von im PC verbauten Geräte oder ich gucke mir gleich den ganzen PC an. So, und ich kann auch mehrere Verbraucher dranhängen, die hänge ich dann da alle irgendwie zusammen an eine Steckdosenleiste oder wie auch immer. Und am Ende des Tages kommt die Energie aus Sicht von unserer Situation, wir sind ja keine Kraftwerksbauer, aus der Steckdose. So, ich möchte das Ganze jetzt ein bisschen reduzieren für den Anfang und ich möchte mich hier nur um einen einzigen Verbraucher kümmern. Und das macht man gerne ein bisschen schematischer. Man sieht hier nicht immer irgendwelche hübschen Bildchen von Steckdosen oder PCs, sondern man hat hier einen sogenannten Schaltplan und dort haben wir Symbole für diese einzelnen Elemente. Also die Steckdose steht für uns jetzt einfach für eine Energiequelle, in dem Fall einen Wechselstromgenerator. Und der Verbraucher, den habe ich jetzt einfach als Widerstand modelliert. Ja, und das sind halt die Symbole dafür. Und genau da haben wir jetzt eine kleine Unschärfe. Natürlich, wir hängen es nicht am Generator, sondern an der Steckdose dran, aber das ist für uns jetzt hier egal. Und auch der Verbraucher, so ein PC ist streng genommen kein reiner ohmscher Verbraucher, sondern dort ist auch noch ein induktiver Anteil dran. Aber das soll uns jetzt alles nicht stören, weil für das, was wir brauchen, ist das absolut ausreichend. Wir haben eine Stromquelle in Form eines Generators und einen Verbraucher in Form eines Widerstands. Und ob das jetzt Wechsel- oder Gleichstrom ist, spielt für uns jetzt hier an der Stelle auch mal keine Rolle. Wir haben einfach Stromquelle und Verbraucher. Punkt. So, damit wir jetzt ein Gefühl für diese Größen, für diese physikalischen Größen bekommen, die da jetzt unterwegs sind, habe ich mir jetzt ein kleines Modell überlegt. Und dieses Modell soll wirklich nur eine Hilfestellung leisten. Das zwickt und hakt an genügend Stellen, wenn man das wirklich eins zu eins daneben stellt. Aber für die initiale Vorstellung ist es ganz hilfreich. Wir haben ja unten den Schaltplan eines Stromkreises. Und das Ganze kann man jetzt auch physikalisch modellieren. Und zwar in Form, ja, so eines Wasserrohrs. Und das ist auch ein Kreis. Und da strömt halt dann kein Strom oder keine Elektronen, sondern einfach Wasser. Die Physiker werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen und sagen, boah, das kann man doch nicht machen. Doch, man kann. Für die Vorstellung ist es eigentlich ein ganz hilfreiches Bild. So, jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir hier so eine Energiequelle reinmodellieren. Da habe ich jetzt einfach so eine Pumpe. Und der Job der Pumpe ist jetzt erstmal Druck aufzubauen. Ja? Und durch diesen Druck fängt dann irgendwann an, das Wasser zu fließen. Und das, was wir jetzt in unserem Wasserkreislauf als Druck bezeichnen, wird man in unserem Stromkreislauf als Spannung bezeichnen. Ja, das heißt, die Spannung, die sorgt dafür, dass irgendwann der Strom fließt.
Und dann habe ich einen Widerstand. Ein Widerstand bremst den Wasserfluss sozusagen. Ja? Und das kann ich jetzt hier als einfach so eine Verengung im Rohr modellieren. Und dann haben wir hier einen Widerstand. Gut, der macht jetzt nichts. Der wandelt jetzt die Energie nicht um. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir wissen ja selber, was so ein PC macht. Und streng genommen macht er energetisch auch bloß Wärme. So, also das wäre jetzt der Widerstand. Und im Stromkreis wäre das dieser Kasten. Das ist ein Widerstand. Den bezeichnet man gern mit R wie Resistor. Okay. Jetzt fehlt noch was Wichtiges, und zwar hier fließt ja die Flüssigkeit rundherum. Ja, und diese Flüssigkeit ist der Wasserfluss und im Stromkreis ist es der Stromfluss und den Strom nennen wir I. Und damit haben wir jetzt eigentlich alles soweit bestimmt. Jetzt haben wir unsere drei Größen und jetzt schauen wir uns mal die Einheiten an. Der Strom wird in Ampere gemessen. Ja? Großes A, das ist der Strom. Die Spannung in Volt haben wir alle schon mal gehört. Ja? Wir kriegen 230 Volt aus unserer Steckdose. Insofern, jeder, der mal an der CPU in BIOS rumgeschraubt hat, weiß, dass die CPU ungefähr auf einem Volt basiert und arbeitet. Also Volt ist die Einheit der Spannung und der Widerstand ist Ohm. Das Widerstand ist wahrscheinlich die Größe, die wir am allerwenigsten in der Prüfung brauchen werden, aber ich glaube, ohne den Widerstand macht es einfach keinen Sinn, das mal sauber zu erklären, den ganzen Kram. Gut, ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den Strom auch berechnen können. Die Frage ist jetzt, wie verhält sich denn der Strom? Und jetzt kommt genau unser Modell ins Spiel, wenn sich die Spannung ändert und der Widerstand ändert. Fangen wir mit der Spannung an. Also was passiert mit meinem Wasserfluss, wenn ich die Pumpe höher drehe? Also wenn ich den Druck steigere? Und was relativ klar ist, dass ja, das Wasser irgendwie mehr, schneller fließen muss. Das heißt, je höher die Spannung, umso höher ist der Strom. Ja, das heißt direkt proportional. Ja, also wenn U größer wird, wird damit automatisch I größer. I ist direkt proportional zu U. Wir sind aber noch nicht fertig, da fehlt noch was. Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn ich den Widerstand erhöhe? Der ist ja hier auch in unserem Bildchen drin. Und jetzt müssen wir überlegen, wenn der Widerstand größer wird, muss ja eigentlich der Strom kleiner werden, also indirekt proportional. Und genauso sieht es aus. I ist U durch R. Also wenn U größer wird, wird I größer. Wenn R größer wird, wird I kleiner. Also je höher der Widerstand, umso kleiner der Strom. Und das ist ein wichtiges Gesetz in der Elektrotechnik und das nennen wir das Ohmsche Gesetz. Ja? Und hier steht jetzt I ist U durch R. Das kann man sich eigentlich am besten vorstellen, eben mit unserem Pumpenmodell. Also ich mache den Spalt kleiner, also wird der Strom kleiner. Ich mache die Pumpe schneller, wird der Strom größer. Aber ich kann es jetzt auch mathematisch einfach umstellen. Das Ganze können wir jetzt nach R auflösen und R ist U durch I. Ja, gleiches Verhältnis. Ich meine, das ist einfach ganz billige Mathematik. So, jetzt haben wir nach R aufgelöst. Einer fehlt noch. Lassen wir das mal nach U aufgelöst hinschreiben. Also U ist R mal I. Auch keine Hexerei. Es ist jetzt allerdings interessant, dass ich sage, ja, Moment, U soll vom Widerstand und I abhängen. U ist doch das, was das Ganze antreibt. Ja? Also wieso sollte die Pumpe abhängen von meinem Strom und meinem Widerstand? Und ja, das ist richtig, der Gedanke. Hier meint man aber primär diese Spannung, also die Spannung am Widerstand. Also wenn ich mir den Widerstand anschaue, dann kann ich da einen Strom messen, der da durchfließt. Das ist das I, der fließt da ja zwangsweise durch. Und ich weiß, was das für ein Widerstand ist. Ja? Und wenn ich den Widerstand kenne und den Strom kenne, dann kann ich auch rechnen, was für eine Spannung an dem Widerstand abfällt, sagt man. Und die Spannung, die da an dem Widerstand abfällt, ist genau die gleiche Spannung wie die der Generator erzeugt.
Und wenn man sich die Pfeile mal anschaut, dann sieht es ein bisschen komisch aus auf den ersten Blick. Also von die Spannung an dem Widerstand zeigt eigentlich genau in die gleiche Richtung wie mein I. Also das wäre jetzt Uhrzeigersinn. Ja, I fließt nach rechts, dann durch den Widerstand. Das heißt, I und UR zeigen in die gleiche Richtung. Die Spannung am Generator zeigt aber irgendwie in die andere Richtung. Und das können wir uns jetzt ganz gut vorstellen, indem wir das Ganze mal, unser Wassermodell uns mal in dreidimensionalen Blickwinkel anschauen. Das heißt, wir drehen das Ganze mal und sagen jetzt, die Höhe von dieser blauen Linie, das ist jetzt die Spannung. Ja? Und der Strom, der fließt da jetzt so durch. Und also Levelhöhe ist Spannung, ja, also das heißt, beim rechts ist eine hohe Spannung, links ist eine geringere Spannung. Und genau das nennen wir den Spannungsfall, ja. Das heißt, die Spannung baut sich an dem Widerstand ab. Und wenn das jetzt ein Druck wäre mit unserem Wassermodell, wäre es genau das Gleiche. Ich pumpe mit meiner Pumpe sehr viel Druck da rein und der Druck entlädt sich an dem Widerstand. Ja? Und deswegen nennen wir das auch Spannungsabfall. Die Spannung geht von einem höheren Level zu einem kleineren Level. Und deswegen sind auch diese beiden Pfeile in der gleichen Richtung. Gucken wir uns dazu jetzt mal den Pfeil auf der gegenüberliegenden Seite an. Und der zeigt natürlich in die gleiche Richtung, weil der Pfeil sozusagen vom hohen zum niedrigen Potential geht. Ja? Also von der hohen Spannung zur niedrigen Spannung. Und jetzt wissen wir auch, warum hier Energie reingesteckt werden muss. Ja, weil ich habe sozusagen eine Kraft, also sozusagen so eine Art Druckkraft, die von rechts nach links ist, aber mein Strom muss ich jetzt von links nach rechts schieben. Ähnlich wie beim Skilift. Ja, ich muss sozusagen am Skilift muss ich Energie in den Skifahrer reinstecken, um ihn nach oben zu ziehen, gegen die Schwerkraft. Auf der anderen Seite kann der Skifahrer von ganz alleine runterfahren. Und deswegen sind diese Pfeile genau in diese Richtung. Jetzt haben wir aber oftmals in den Aufgabenstellungen nicht nur einen Verbrauch, also einen Widerstand, sondern mehrere. Und die können wir jetzt auf zwei Arten zusammenschalten. Die erste, die ich zeige, das ist genau die Art und Weise, wie wir es auch wirklich bei unseren Verbrauchern immer haben, nämlich die Parallelschaltung. Und dazu nehme ich jetzt den zweiten Widerstand und schalte ihn parallel zu dem ersten. Ja, das sieht dann vom Schaltbild so aus. Jetzt ist es aber so, dass jetzt hakt sozusagen unser kleines Bildchen hier an der Stelle, weil diese Pumpe, die muss ja jetzt zwei Widerstände versorgen. Also so. Und das heißt, dass jetzt der Druck weniger geworden ist, sprich die Spannung. Und das ist jetzt streng genommen nicht ganz realistisch, weil unsere Generatoren oder unsere Spannungsversorgung aus der Steckdose, da ist ja nicht eine Pumpe, sondern streng genommen sämtliche Kraftwerke in Europa stecken da dahinter. Das heißt, da wird sich die Spannung mitnichten ändern, wenn wir einen zusätzlichen Verbraucher dranhängen. Wir simulieren das jetzt einfach in unserem kleinen Wassermodell, indem wir einfach die Leistung erhöhen. Ja? Also mehr Verbraucher, mehr Leistung. Also hänge ich da einfach eine zweite Pumpe dran und damit habe ich jetzt die Leistung erhöht von meiner Pumpe. Der Druck sozusagen im oberen Bereich ist jetzt wieder wie vorher, als ich nur einen Verbraucher hatte. Und dadurch habe ich auch durch diesen Widerstand, diesen R1-Widerstand, den gleichen Strom. Sehr viel wichtiger ist jetzt unten das Bild. Hier sehen wir, dass wir jetzt einen Gesamtstrom haben, IG. Und das ist der Strom, der aus dem Generator rauskommt. Und der teilt sich jetzt auf diese beiden Widerstände. Also ein Teil des Stroms fließt jetzt durch den R1 und ein anderer Teil fließt durch den R2. Die Spannung, die an diesen beiden Widerständen anliegen, sind aber die gleichen, nämlich genau die, die vom Generator kommen. Und das ist auch sinnvoll. Genauso haben wir das ja auch bei uns am PC. Und wir haben einen PC, der läuft mit 230 Volt. Und ich möchte natürlich, wenn ich mehrere PCs an die Steckdose dran stecke, nicht, dass sich die Spannung ändert. Natürlich wird sich der Strom ändern, der dann am Ende durch meinen Zähler fließt, aber die Spannung bleibt gleich. Und deswegen ist die Parallelschaltung eigentlich die wichtigste für uns. Jetzt können wir noch ein bisschen rechnen.
Wir können sagen, der Strom, der durch meinen Widerstand R1 fließt, ist nichts anderes wie die Spannung durch den Widerstand. Das ist unser Ohmsches Gesetz. Und gleiches gilt jetzt für I2. Das heißt, wenn R1 und R2 gleich wären, würde I1 und I2 auch der gleiche Strom sein und IG wäre dann einfach das Doppelte von dem Strom, der durch einen der beiden Widerstände fließt. Ja, also eigentlich trivial. So, jetzt gucken wir uns die zweite Möglichkeit der Verschaltung an. Die Reihenschaltung. Nun, für Fachinformatiker ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil wir üblicherweise unsere Verbraucher in Parallelschaltung verschalten. Also wenn wir jetzt mehrere Rechner an eine Steckdosenleiste dranhängen, dann ist es eine Parallelschaltung. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich hier die Reihenschaltung auch mal dranbringen. Wo finden wir Reihenschaltungen? Beispielsweise bei Lichterketten macht man sowas ganz gerne, dass man eben Verbraucher, die weniger als die Netzspannung brauchen, einfach in Reihe schaltet und dadurch sich dann die Spannung aufteilt. Das gucken wir uns dann auch gleich an. Das Besondere an der Reihenschaltung ist, dass der Strom I in allen Widerständen gleich ist. Ja, also der Strom, der durch R1 fließt, fließt auch oder ist vorher durch R2 geflossen. Das heißt, beide Widerstände haben den gleichen Strom. Und damit muss sich dann bei einer Spannungsquelle muss ich die Spannung aufteilen. Wichtig ist hier, dass wir, trotzdem wir eine Reihenschaltung haben, auch die erhöhte Energie reinstecken müssen, weil wir haben ja zwei Verbraucher. Auch hier gilt mehr Verbraucher, mehr Leistung im Vergleich zu einer einzelnen Schaltung oder zu einem einzelnen Widerstand. So, jetzt habe ich gesagt, der Strom ist in beiden Widerständen gleich und die Spannung, die teilt sich jetzt auf. Das heißt, die Spannung, die durch unseren Generator oder jetzt in unserem Wasserbild durch die Pumpe aufgebaut wird, also der Druck, der baut sich jetzt bei dem einen und bei dem anderen Widerstand an. Also an beiden Widerständen habe ich diesen Spannungsfall und die Summe der beiden Spannungen, U1 und U2, ergibt dann wieder die Spannung, die aus dem Generator rauskommt. Ja, was können wir berechnen? Wir können im Prinzip für beide Widerstände die Spannung berechnen. Auch wieder mit dem ohmschen Gesetz. Die Spannung an dem Widerstand R1 ist der Widerstand R1 mal dem Strom. Also ganz normal Anwendung des ohmschen Gesetzes. Und gleiches gilt dann natürlich für U2. Dort haben wir entsprechend von dem Widerstand R2 multipliziert mit dem Strom, der durch beide durchfließt, den Spannungsfall. Es sind beide Widerstände gleich, sind auch die beiden Spannungen U1 und U2 gleich und die würden sich dann in Summe zur Spannung aus dem Generator addieren. Also versuchen wir jetzt mal, die Leistung irgendwie auch vom Gefühl her im elektrischen Sinne in den Griff zu kriegen. Dazu machen wir das Ganze wieder, wie gesagt, mit einem einfachen Verbraucher, weil die Leistungen von den einzelnen Verbrauchern, wenn ich mehrere hätte, die würde sich einfach nur addieren. So, das Formelzeichen für Leistung ist P, Power. Und die Einheit ist W, Watt. Und die Frage ist jetzt, wie berechne ich das Ganze? Das heißt, P ist gleich und welche Formel müsste da jetzt hin? Und wir haben jetzt streng genommen unsere drei elektrischen Größen und dafür sind eigentlich nur zwei relevant. Und ich beginne jetzt mal mit der Spannung. Gehen wir jetzt wieder oben in unser Bildchen mit unserem Wasserkreislauf und ich frage mich jetzt, welche Rolle spielt der Druck bei der Leistung? Und dazu schauen wir uns jetzt etwas anderes an, was auch mit Druck arbeitet, nämlich ein Bagger. Wir wissen ja, diese Bagger, die haben hier so Hydraulikflüssigkeit und wir wissen, dass hier nicht viel Hydraulikflüssigkeit hin und her fließt, wenn der diesen Arm bewegt. Aber das ist eine brutale Leistung dahinter und die kriegt er dadurch, dass der Druck sehr hoch ist in diese Hydraulikleitung. Ja? Also hoher Druck hilft eben dem Bagger eben diese Leistung zu erbringen. Also viel Druck, viel Leistung. Heißt bei uns jetzt, P ist auf jeden Fall mal direkt proportional zu U, zur Spannung. Ja? So, und jetzt können wir uns fragen, ja, spielt denn der Strom da keine Rolle? Und die Antwort ist doch, doch, sehr wohl. Und dazu schauen wir uns ein anderes Beispiel an.
Und zwar so ein Fluss, so ein Laufwasserkraftwerk. Ja. Hier haben wir jetzt im Vergleich zu so einer Hydraulikpumpe in so einem Bagger relativ wenig Druck. Wenn das ein paar Meter sind, haben wir halt ein paar Bar Druck. Das heißt, ich habe hier relativ wenig Druck, aber ungeheure Mengen an Wasser. Ja, sehr, sehr, sehr viel mehr Wasser wie jetzt bei unserem Bagger. Das heißt, bei so einem Laufwasserkraftwerk kommt die Leistung nicht aus dem Druck, sondern eigentlich aus der Menge Wasser. Das heißt, hier können wir jetzt auch sagen, ja, auch die Strommenge in unserem Strombeispiel ist relevant für die Leistung. Und damit haben wir jetzt auch die Formel für die Leistung. P ist U mal I. Ja, das ist die Formel für die Leistung. P ist U mal I. Und damit können wir eben aus den elektrischen Größen Spannung und Strom unsere Leistung berechnen. Und der Vollständigkeit halber machen wir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen, ergänzen wir das Ganze noch mal. Und zwar, ich schreibe jetzt noch mal die Formel hin. Und hier habe ich jetzt mein ohmsches Gesetz. Und ich kann jetzt U ist R mal I hier reinhängen. Das heißt, ich kann jetzt hier das ersetzen. So, und dann sehen wir, P ist R mal I oder kurz P ist R mal I im Quadrat. Und das ist ja auch logisch, weil U, I und R hängen ja ursächlich zusammen. Insofern ist es klar, dass wir nur zwei von denen brauchen und die dann beliebig austauschbar sind. Diese Formel brauchen wir jetzt wahrscheinlich relativ selten, aber der Vollständigkeit halber wollte ich die jetzt mal zeigen, weil ja, vielleicht kann man es doch mal brauchen und aus meiner Sicht gehört die einfach dazu. Jetzt machen wir das Ganze nochmal und ersetzen jetzt auch wieder mit dem ohmschen Gesetz unser I. Und dann steht hier P ist U mal U durch R. Oder kurz P ist U Quadrat durch R. Ja, das sind so die typischen Formeln für die Leistung. Die obere ist mit Sicherheit die, die für uns die relevanteste ist, weil wir, wie gesagt, kaum mit dem Widerstand in den Prüfungen zu rechnen haben. Aber dass ich mal hier ein vollständiges Bild habe, wollte ich das mal komplett machen. So, jetzt geht's weiter. Wenn wir Strom verbrauchen oder Energie verbrauchen, läuft da immer so ein kleiner Kerl mit. Ja? Und das ist genau das, was wir bezahlen müssen. Wir zahlen ja nicht die Leistung, wir zahlen die Entnahme der Leistung über die Zeit. Also die Leistung in der Stunde. Das heißt, ich habe hier als Einheit von so einem Stromzähler Kilowattstunden. Ja? Was erstmal logisch ist, dass ich sage, wenn ich jetzt über eine Stunde ganz viel Leistung entnehme, muss ich natürlich mehr an den Energieversorger zahlen, als wenn ich in einer Stunde ganz wenig Leistung entnehme. Das heißt, die elektrische Energie, die ich hier entnehme, W für Work, Arbeit, ist gleich mein P, also die Leistung, die ich entnehme, mal Zeit. Ja? Also wenn ich jetzt eine Stunde lang eine Leistung entnehme, muss ich natürlich weniger zahlen, als wenn ich 2 Stunden die gleiche Leistung entnehme. Ja? Und damit habe ich jetzt die Formel für die Arbeit. W ist P mal T oder elektrische Energie. So, wie geht's weiter? Wir können jetzt diese Formel an der Stelle nochmal nehmen und jetzt wieder was ersetzen. Weil dieses P ist ja auch gleichzusetzen mit P ist U mal I, eben der Leistung aus unseren elektrischen Größen. Das heißt, wir können das hier reinschreiben und können sagen, W ist U mal I mal T. Und jetzt ist hier, verbirgt sich hier eine weitere physikalische Größe, die auch wichtig ist für uns, nämlich I mal T ist Q, die Ladung. Ja. Ladung sind einfach die Menge der Elektronen, die man innerhalb einer Zeit abgeben kann oder innerhalb einer Zeit reingepumpt hat. Das ist die Ladung. Und jeder, der irgendeine Powerbank oder sowas hat, kennt eben diese Größe in Amperestunden zum Beispiel oder was auch immer, Milliamperestunden, je nachdem, wie es angegeben ist. So, und das heißt, dass meine Arbeit auch U, also Spannung, mal Q ist. Ja, das sind die Formeln, die für mich von Relevanz sind für die Berechnung von
elektrischer Energie. So, und damit haben wir jetzt eigentlich alle Formeln, die wir brauchen, um eben damit auch rechnen zu können. Hierfür gehen wir mal von folgender Situation aus. Wir haben eine Steckdose und diese Steckdose ist abgesichert mit einem sogenannten Leitungsschutzschalter. Ja, das heißt, dieser Leitungsschutzschalter sorgt dafür, dass wenn der Strom, der aus der Steckdose entnommen wird, zu hoch ist, in dem Fall über 16 Ampere, dann löst er aus und schaltet die Steckdose ab. Spannungsfrei ist sie dann. Und an diese Steckdose hängen wir jetzt einen Verbraucher, in unserem Fall einen PC, der eine Leistungsaufnahme von 500 Watt hat. Und die Frage ist jetzt, kann ich nur einen von diesen PCs dranhängen oder mehrere? Was muss ich noch zusätzlich wissen? Gut, es gibt die Standardspannung, die bei uns aus der Steckdose rauskommt, das sind 230 Volt. Und damit haben wir streng genommen alle Informationen, die wir brauchen, um feststellen zu können, wie viel von solchen PCs kann ich denn jetzt da dranhängen. Wir verschalten das Ganze in einer Parallelschaltung. Jeder PC hängt parallel an dieser Steckdose dran, das wäre so eine Steckdosenleiste, so kann man sich das vorstellen, weil natürlich jeder PC mit der Spannung 230 Volt arbeiten muss. Für unsere Berechnung muss man jetzt allerdings dazu sagen, dass wir hier einen idealisierten Zustand annehmen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass dieser PC tatsächlich exakt 500 Watt Leistung entnimmt. Nicht mehr und nicht weniger. Keine Spitzenleistungspeaks oder sonst irgendwas hat, dass wir exakt 230 Volt haben. Dass der Leitungsschutzschalter wirklich bei exakt 16 Ampere abschaltet. Das sind alles idealisierte Vorstellungen. Aber ich sag mal, für die Berechnung, vor allem auch in Prüfungssituationen, geht man genau von solchen idealisierten Situationen aus. So, die Spannung liegt an der Stelle. Und wir haben ja gerade gesagt, dass diese Spannung auch für alle anderen gilt. Ich weiß auch, dass ich 16 Ampere aus meiner Steckdose maximal entnehmen darf. Das ist in unserem Schaltbild, ist es der Strom, der genau an der Stelle ist. Und dieser Strom teilt sich auf jeden einzelnen Rechner auf. Ja, das heißt, diese 16 Ampere müssen für alle Rechner genügen. So, ja, was machen wir jetzt? Jetzt gucken wir uns mal an, mit welcher Formel wir jetzt hier an der Stelle weiterkommen. Und wir sehen hier, P ist U mal I. Mit dieser Formel könnte ich jetzt rechnen. Ich könnte jetzt einfach sagen, ja, ich rechne mir jetzt einfach mal den Strom aus, der von einem einzelnen PC verbraucht wird. Also schreibe ich hin, umgestellt, I ist P durch U und mein I ist jetzt eigentlich mein IPC, nicht, dass wir es verwechseln mit dem Gesamtstrom. So, und jetzt kann ich die Werte eintragen. Ja? Das heißt, P und U hole ich mir jetzt aus meinen Angaben. Und damit weiß ich, mein Strom ist P 500 Watt durch U 230 Volt. Das kann ich jetzt hier einsetzen und dann kommt raus, der Strom, der von diesem PC aus der Steckdose entnommen wird, ist exakt 2,17 Ampere. So, das gilt jetzt für einen Strom, also für einen Teilstrom, für einen PC. Und ich weiß, dass alle PCs an der gleichen Spannungsquelle hängen, also die gleiche Spannung haben. Und alle somit auch den gleichen Strom verbrauchen, wenn wir eben von dieser idealisierten Vorstellung ausgehen, dass jeder unter Volllast eben genau diese 500 Watt aufnimmt. Und damit können wir jetzt sagen, okay, die Anzahl meiner Rechner, die ich an dieser Steckdose betreiben kann, ist mein Gesamtstrom dividiert durch den Einzelstrom durch einen PC oder der von einem PC verbraucht wird. Und das wären dann 16 Ampere, weil das ist ja der Maximalstrom, den ich aus der Steckdose rausholen kann, geteilt durch 2,17. Und da kommt dann 7,3 PCs raus. Gut, ich kann jetzt nicht 0,3 PCs betreiben, also müssen wir abrunden auf 7 PCs. Das heißt, wenn ich 7 PCs über eine Steckdosenleiste an diese Steckdose dranhänge, dann bin ich gerade unter dem Limit, dass dieser Leitungsschutzschalter nicht auslöst.
Schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an. Und zwar, wir hängen jetzt unseren PC an eine USV dran, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die hat jetzt, also ich kann 1000 Watt liefern, also passt. Unser einzelner PC mit 500 Watt kann damit betrieben werden. Und die große Frage ist jetzt, wie lange? Also wie lange hält jetzt der PC an dieser USV? Diese USV hat intern 8 Akkus verbaut, die laufen mit 12 Volt und liefern mir 10 Amperestunden. Auch hier gilt jetzt, ich spreche von einer idealen Welt, ja, dass eben der Akku diese 10 Amperestunden komplett abgibt, ohne kaputt zu gehen, über die komplette Entladungsdauer 12 Volt liefert und so weiter. Das ist alles nicht real, aber für die Prüfungsaufgaben wird es in aller Regel genau auch mit dieser Vereinfachung gestellt. Insofern gehen wir auch von den gleichen Annahmen aus. Wer es real machen will, geteilt durch 2 ist immer ein ganz guter Ansatz. So, also wir haben jetzt unsere 8 Akkus und wir wollen jetzt einfach wissen, ja, wie lang hält das Ganze. Und dazu nehme ich jetzt diese Formel, W ist U mal die Ladung, weil was ich gegeben habe mit meinen 10 Amperestunden, und zwar 8 Stück, ist ja genau die Ladung, die in einem Akku drinsteckt. Also sage ich, die elektrische Energie, die ich zur Verfügung habe, ist die Spannung des einzelnen Akkus mal der Ladung, die da drin steckt. Und nachdem ich 8 Stück habe, sage ich 8 mal U mal Q. Okay. Wenn ich die Werte einsetze, 8 mal 12 mal 10 Ampere, kommen 960 Wattstunden raus. Ja, das ist schon mal eine ganz ordentliche USV, die ist mit Sicherheit nicht ganz billig. Und wir würden jetzt ungefähr sehen, boah, wenn wir jetzt sagen, die Maximalleistung von unserer USV mit 1000 Watt, können wir ungefähr sagen, ja, nicht ganz eine Stunde würde das Ding tatsächlich mit Maximalleistung aushalten. Aber wir wollen ja wissen, wie das mit dem einzelnen PC läuft. Also sagen wir, T ist W durch P. Ja, aus unserer Formel W ist P mal T, also die elektrische Energie ist Leistung mal Zeit, stelle ich nach der Zeit um und dann steht, Zeit ist elektrische Energie geteilt durch die Leistung. Ich trage wieder meine Werte ein. Ich habe 960 Wattstunden geteilt durch die 500 Watt, weil wir nur einen PC dranhängen. Wenn wir alle 7 dranhängen würden, müssten wir halt 7 mal 500 Watt eintragen. Und dann kommen wir hier mit 1,92 Stunden raus. Das ist natürlich genau das Doppelte von dem, wenn ich Volllast laufen würde, weil unsere USV kann ja maximal 1000 Watt abliefern. So, und damit habe ich das Ganze jetzt einigermaßen durch. Das sind so die typischen Fragestellungen, die ich so in den Prüfungen bis jetzt gesehen habe. Und wenn man das einigermaßen drauf hat, ich glaube, dann kann da einem gar nichts passieren. Wichtig ist, wenn wir mit Strom und Stromkreisen arbeiten, dass wir eine ganz gute Vorstellung haben, wie die Ströme sich aufteilen, wie die Spannungen sich aufteilen, wenn wir eben nicht in der Parallelschaltung sind und wie eben die Formeln für Leistung und für die elektrische Energie ist. Und damit, ja, glaube ich, kann ich euch beruhigten Gewissens in die Prüfung schicken. Insofern, wie immer, vielen Dank fürs Zugucken und ja, bis zum nächsten Video und wie immer dranbleiben.